Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne tanken und ich bin in der Lutherstadt Wittenberg bei Tesvolt und zwar direkt an der Gigafactory und ich möchte euch hier zeigen, wie Tesvolt hier also ihre Serie, ihre E-Serie, die ich auch in München schon auf der Intersolarmesse einmal vorgestellt habe, produziert und was ich aber noch viel interessanter finde, angeregt durch eure Kommentare, nämlich wieso ist dieses System effizient, das werde ich nochmal fragen, da kamen nämlich einige Rückfragen von euch. Und ich möchte darauf eingehen, wie Tesvolt mit diesen XXL-Speichern Anteil hat, die Energiewende voranzutreiben. Denn das ist ja ein Riesenthema, wir schalten Kraftwerke ab und wie wird eigentlich die Stromversorgung in Zukunft hier in Deutschland gesichert und welchen Anteil haben zum Beispiel diese Speicher daran. Darauf möchte ich eingehen, wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Ich wünsche dir viel Spaß im Video, ich freue mich wie immer über ein Abo und einen Daumen. Bei Fragen und Rückmeldungen schreib mir einfach in die Kommentare, jetzt geht's los. Okay, gehen wir mal rein in die Gigafactory und gucken drin mal ein bisschen die ganzen Systeme an. Ich zeige euch da jetzt mal und werde mal ins Gespräch gehen mit Leo. Er steht hier schon und wartet. Servus. Hi Leo, grüß dich. Moin. Schön, dass ich hier sein kann und mir das Ganze mal anschauen kann und euch auch mal zeigen kann im Gespräch quasi, was hier gemacht wird in der Lutherstadt Wittenberg bei Tesvolt. Und eine Sache möchte ich direkt am Anfang einmal kurz ansprechen. Ihr habt gerade einen Preis gewonnen. Ja. Innovator 2022. Richtig. Das heißt, das sind ja verschiedene Kategorien. Richtig. Mitarbeiter von 50 bis 200. 200, ne? Exakt. Und in dem Bereich habt ihr den ersten Platz wieder belegt. Ja, jetzt zum zweiten Mal. Aber als allererstes mal, schön, dass du da bist. Ja. Also ich finde es cool, Entschuldigung, dass nach der Messe das natürlich, ja, alles gut, dass das nach der Messe so geklappt hat. Ja. Da haben wir uns ja quasi, jetzt haben wir mit dem Simon gesprochen, jetzt gucken wir uns mal zusammen hier das alles vor Ort an, was wir hier in Wittenberg machen. Aber ja, wir haben jetzt vor kurzem nochmal den Innovationspreis gewonnen, genau in der Kategorie, die du benannt hattest. Und das freut uns natürlich sehr, ja. Ja, Glückwunsch. Und ich finde es schön, dann können wir nämlich mal drauf gucken. Die E-Serie habe ich in München vorgestellt, ausführlich. Da findest du hier das Video, wenn dich das nochmal interessiert, habe ich verlinkt dann. Ich möchte mit dir gleich gerne mal schauen, da drüben stehen schon die Schränke von der E-Serie. Was da eigentlich jetzt die Innovation ist, was neu ist. Dann wurden ja in dem letzten Video auch zum Teil Kommentare gestellt, was hat das mit der Effizienz eigentlich auf sich? Ihr sprecht in dem Video, mit Simon habe ich darüber gesprochen, über die Effizienz. Warum eigentlich? Da läuft doch ein Lüfter, das kann doch nicht effizient sein, etc. Dass wir da ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja. Lass uns gerne mal rübergehen. Ja, okay. Und dann schauen wir mal für euch da drauf. Ja. Ich filme jetzt mal hier gerade so, dass wir diese Schränke sehen. Was ihr hier jetzt seht, ist der eine Schrank hier links, bestückt mit den Modulen aus der A-Serie. Und da sind 80 Kilowattstunden drin. Und direkt daneben, das möchte ich euch mal zeigen, seht ihr hier so ein bisschen eher so einen Kühlschrank-Look, sag ich jetzt mal, vom Platzbedarf jedenfalls. Eine ganz andere Technik natürlich drin, nämlich die Module der E-Serie, auch 80 Kilowattstunden. Aber wie ihr seht, deutlich weniger Platzbedarf. Das liegt daran, dass hier 35% höhere Energiedichte ist. Und jetzt spreche ich hier mit Leo noch ein bisschen ausführlicher über die E-Serie mal. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Die E-Serie hat 35% mehr Energiedichte. Dadurch seid ihr deutlich effizienter. Ja, also genau, das ist gerade auch, das habe ich noch in den Kommentaren gelesen. Das war erstmal eine gute Community, dass sie da gut aufgepasst hat. Dafür muss man immer sehr viel aufpassen, was die ganzen Begrifflichkeiten angeht. Also die Energiedichte haben wir maßgeblich erhöht und das, wie du gerade schon gezeigt hast, sieht man auch einfach sehr plastisch hier an dem Schrank. Plus der Footprint, also die Aufstellfläche hat sich erhöht, was für uns im Kunden, gerade so Gewerbe und Industrie, extrem wichtig ist. Also wie viel Platz haben die noch in ihrem Installationsraum, im Keller oder wo auch immer, noch frei und da ist das ein relevantes Thema. Ja. Effizienz ist nur wieder darum, geht es darum, wie viel Energie schiebe ich in den Speicher rein und wie viel kriege ich danach auch wieder raus? Klar, die sind beide, haben beide, gerade die A-Serie hat eine sehr hohe Effizienz, die neue E-Serie genauso, haben unterschiedliche Technologien, die da drin stecken, gerade was so das Balancing angeht. Und aber ganzheitlich betrachtet, gerade für den neuen Speicher, kriegen wir es einfach auch kostentechnisch nochmal besser hin, unter anderem aufgrund der Energiedichte, aufgrund der größeren Module einfach einen besseren spezifischen Preis für diese Speicher auf die Beine zu stellen. Und deswegen darf ich da einmal kurz einhaken? Ja, weil das ja auch in den Kommentaren drin stand, ja, wie kann das denn effizient sein, wenn da allein schon Lüfter laufen muss? Da entsteht doch so viel Wärme, das kann doch nicht effizient sein. Ja. Also Wärme entsteht
So oder so. Auch bei der alten Serie, die hatten ein anderes Kühlungskonzept, einfach eher ein passives Kühlungskonzept. Dadurch, dass wir die Energiedichte erhöhen, also mehr Zellen auf engen Raum packen, ist es etwas schwerer, sozusagen diese ganze Abwärme, die entsteht, also die Verluste, die entstehen, davon zu tragen oder wegzubringen vom Modul. Und durch den Lüfter haben wir halt auch den Vorteil, dass wir A, natürlich grundsätzlich erstmal die Wärme wegkriegen und andererseits es ermöglicht ist, jetzt wirklich mehrere Zyklen unter Volllast durchzufahren, was für unsere Kunden, für den Gewerbebereich auch relevant ist. Also da gibt es verschiedenste Anwendungen, wo es wirklich durchweg der Speicher voll beladen und wieder entladen wird. Ja, da habt ihr auch eine C-Rate von 1. Ne? Genau, das heißt, wenn wir jetzt hier so einen Schrank haben mit 80 Kilowattstunden innerhalb von einer Stunde, nur für die, die das erste Mal hören, mal, das heißt, innerhalb von einer Stunde kann der komplett entladen oder beladen werden, je nachdem, was gerade gefragt ist. Genau. Also eine enorme Be- und Entladeleistung. Genau, also wir kriegen aus dem 80 Kilowattstunden Speicher 80 kW voll raus. Und genau durch den Lüfter ist es einfach möglich, die bei einem C zu fahren. Wenn man jetzt sich halt Heimspeicher anschaut, die laufen in der Regel eher auf geringeren C-Raten. Und da ist auch die Verluste sind halt dadurch auch geringer. Das merken wir auch bei unseren. Wenn wir unsere Messung machen und wir da bei 0,5 C oder 0,2 C fahren, sind halt die Verluste wesentlich geringer, beziehungsweise bewegt sich dann die Effizienz eher in Richtung, um mal ein paar Zahlen zu nennen, weil das war ja auch so gefragt, bis in Richtung 96-97%. Bei 1 C ist es etwas geringer. Da gehen wir so in 92-95%. Das ist immer sehr, sehr abhängig vom Gesamtsystem, aber in diesem Bereich bewegen wir uns da. Ja, und ihr habt aber, wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen, da mit den Lüftern, um das ein bisschen deutlich zu machen, dass das jetzt nicht einfach verpuffte Energie ist, sondern ihr habt das ja ganz gut gemanagt mit dem Balancing. Genau. Magst du da mal kurz noch drauf eingehen? Ja, sehr gerne. Also wir haben uns gedacht, okay, wir haben diese Lüfter. Wir brauchen diese Lüfter, um die Abwärme wegzubringen, aber wie können wir das noch effizienter gestalten? Wie können wir diese Energie noch besser nutzen? Und so haben wir einfach gesagt, okay, wenn wir den String, das Modul, balancen müssen, heißt, sie alle auf ein gleiches Niveau bringen müssen, dann lass uns doch einfach von denen, wo zu viel Energie ist, diese Energie nutzen, um den Lüfter direkt zu betreiben. Und dadurch schon einen Kühlungseffekt sozusagen hervorzurufen und diese Energie, die wir dort sonst sozusagen verbrauchen würden oder verpuffen lassen würden über einen Widerstand direkt in eine zu nutzen in dem Lüfter. Ja. Warum ist das überhaupt so wichtig, dass es gekühlt wird? Das ist bestimmt für einige auch mal interessant. Hat ja was mit den Temperaturen und der Performance der Zellen zu tun. Ne? Ja. Kannst du da noch ein bisschen was genau zu sagen? Also grundsätzlich haben so diese Zellen halt so ihre Wohlfühltemperatur, wo wir sie auch gerne drin haben wollen. Wir können die natürlich auch in anderen Bereichen bewegen, also auch bis hoch in 40, 50 Grad Celsius und auch in tiefe Temperaturen runterbringen. Aber dann fängt ein gewisses Derating an. Das heißt, wir können nicht mehr diesen 1C herausziehen und neben anderer Effekt ist auch, dass sie schneller altern. Und deswegen ist es einfach dem Kunden und uns daran gelegen, einfach wirklich immer die perfekte Temperatur für den Speicher herzurichten. Und dadurch sorgen wir zum Beispiel in unserem Großspeichersystem, die wir uns auch nochmal anschauen, auch immer dafür, dass wir immer eine Klimaanlage drin haben, die dafür sorgt, dass wir dort diese Temperatur noch haben. Ja, klar, sonst hast du ja in einem Container rucki-zucki, wenn die Sonne drauf brät, ganz krasse Temperatur. Die sind zwar weiß, aber warm werden die trotzdem. Ja. Wir haben jetzt hier die E-Serie uns ja schon so ein bisschen angeschaut. Mich würde natürlich auch interessieren, wenn wir hier in der Gigafactory sind, wo wird das Ganze produziert? Ja. Also, dass wir uns diese Strecke da mal anschauen. Gerne. Und was ich auch schon gesehen habe vorhin, ich bin nämlich einmal ganz kurz schon hier durch mit den Stahlkappenschuhen. Arbeitsschutz geht alle an. Ja, ihr testet ja auf jeden Fall auch, was die Temperatur angeht, für Extrembedingungen. Also hohe Temperaturen, wie verhalten sich die Zellen, niedrige Temperaturen, wie verhalten sich die Zellen, um dann auch wirklich Gewährleistung geben zu können. Ja. Und das wollte ich nämlich nochmal erwähnen. 10 Jahre Garantie auf die Kapazität, richtig? Genau, also wir haben sowohl, gibt es eine kalendarische Garantie, kalendarische Alterung, also über die Zeit und natürlich auch eine zyklische. Und wir garantieren halt über 6000 Zyklen für diese Module. Kommt immer wieder rum auf den Anwendungsfall an. Das meine ich ja gerade eben, Temperaturen und sowas haben Einfluss darauf. Aber ja, das garantieren wir. Und da sagen wir, okay, das ist so das, was einfach für den Gewerbetreibenden extrem wichtig ist. Der will natürlich nicht aller 3-4 Jahre den Speicher wechseln müssen, sondern dort lange was von haben. Ja, okay. Wenn man sich das mal vorstellt, 6000 Zyklen mal 80 Kilowattstunden Kapazität ist auch eine Menge, man bewegt, die da an Leistung bewegt wird. Richtig, man bewegt eine ganze Menge Energie hin und her, richtig. Ja.
Okay, ja, lass uns doch gerne mal ein bisschen in die Produktion gehen und dann danach sprechen wir noch ein bisschen darüber, wie ihr hier mit Tesvolt die Energiewende vorantreibt. Das finde ich nämlich total spannend, wurde auch schon viel in der Community diskutiert. Ja. Vielleicht hast du sogar auch ein paar Daten dazu mit so einem Großspeicher, wenn da zum Beispiel 4,6 Megawattstunden Kapazität vorhanden sind. Mhm. Wie lange könnte man da wie viele Haushalte versorgen? Das wäre mal ganz schön. Ja. Wenn wir da ein paar Zahlen haben könnten und euch dann mal zeigen können, quasi, was da so möglich ist. Ja, gerne. Ja? Mach mal. Super, schauen wir mal ein bisschen in die Produktion. Hier seht ihr einen Container. Diese Modul-Racks werden da dann reingebaut. Aber das ist ein kleiner. Und ich zeige euch gleich mal ein bisschen die Dimension, indem ich mich da nochmal nebenstelle. So, Leo und ich, wir stehen jetzt hier vor einem Container. Ihr seht im Hintergrund, das ist ein ganz schön großes Ding. Ich mache mal hier so... Ja, 20 Fuß lang. Ja, und das ist noch der kleine. Ich habe dich gerade schon gefragt, 900 Kilowattstunden gehen hier rein. Was ist der Unterschied zwischen diesem kleinen und den noch deutlich größeren? Genau, also wir haben im Prinzip zwei verschiedene Serien, je nachdem, was jetzt der Anwendungsfall ist und was der Kunde braucht. Einerseits gibt es etwas kleinere Container mit bis zu 900 Kilowattstunden, wo halt aber auch schon der Wechselrichter mit drin ist. Das heißt, der Kunde hat eigentlich ein schlüsselfertiges System, stellt sich den hin, schließt AC-seitig nur noch an der Unterverteilung, die auch im Container ist, an und hat dann eigentlich alles schon fertig. Also was ihr vielleicht von euch zu Hause kennt, ihr habt halt eine PV-Anlage, einen PV-Wechselrichter, einen Speicher, einen Speichelwechselrichter, eventuell kombiniert als Hybrid-Wechselrichter und das Ganze wird dann in der Unterverteilung angeschlossen und so weiter. Das ist im Prinzip alles in diesem Raum fertig und der Kunde kann sich das hinstellen und schließt nur noch an. Ja. Das ist diese eine Serie und das, was du gerade eben meintest, die großen Speicher, dort haben wir dann den reinen Speicher nur in dem Container drinne. Zusammen mit sogenannten DC-Combinern, wo wir sozusagen die einzelnen Speicher schon mal zusammenbündeln, absichern, Überspannungsschutz, so technische Details da nochmal reinbringen und dann an einen Zentralwechselrichter anschließen, also ein Wechselrichter auch im Megawatt-Bereich, der dann daneben steht und über den dann mit DC-Leitung quasi angeschlossen wird. Okay, und da könnt ihr aber auch, weil du es gerade ansprachst, 4,6 Megawattstunden pro Container, also das kann auch modular aufgebaut werden und quasi... Genau, also man kann auch mehrere Container an einen Wechselrichter anschließen oder auch mehrere Systeme überhaupt zusammenstellen und dort Großanlagen zusammenstellen. Also diese für welche Anwendungsfälle ist das zum Beispiel interessant? Würde mich mal interessieren. Also grundsätzlich Netzdienstleistungen, also wirklich, wo es um die Netzstabilität geht. Das haben wir auch vielleicht nachher nochmal im Video, wo du schon gerade eben schon meintest, wo wir nochmal drüber sprechen, was die Energiewende im Allgemeinen angeht. Ja. Kunden, die riesengroße PV-Anlagen haben, die stellen sich sowas auch gern dazu, um dann zu bestimmten Zeiten einzuspeisen oder halt homogenisiert einzuspeisen und nicht so wetterabhängig. Ja. Das ist dann auch wieder ein Thema und da kriegt man dann quasi Vergütung dafür, dass man dort am Netz selber Leistung bringt. Genau. Mhm. Ja. Okay. Ja. Und zu bestimmten Zeiten eine bestimmte Leistung eingibt. Das sind dann verschiedene Möglichkeiten, wie man da mit solchem Speicher auch Geld machen kann sozusagen. Ja, spannend. Die Container von drinnen sind jetzt hier relativ nackig sozusagen, aber da kommen Racks rein und da kommen dann die Module, die wir vorhin am Anfang auch schon einmal gesehen haben, rein. Und da werden die quasi bestückt, sodass da die großen Kapazitäten zustande kommen. Und wo die dann letztlich aber produziert werden, die Produktionsstrecke, die gucken wir uns jetzt mal an und dann kommen wir danach nochmal wirklich ins Gespräch über Versorgung durch solche Systeme, auch einfach mal ein paar Zahlen zu haben, Anwendungsbeispiele, das finde ich ganz spannend. Ja. Gut. Sehr gut. Gucken wir mal. Was wird hier gemacht? Hier wird mit Hilfe von den Wechselrichtern, die hier zu sehen sind, werden die Zellen alle auf ein Niveau gebracht. Also die werden einmal komplett entladen und wieder beladen, um dann vor der Auslieferung also auch alle Checks zu haben und ein sicheres Produkt auszuliefern. Okay, also was man jetzt hier sieht, ist halt, dass die einzelnen Module, jedes einzelne Modul bei uns in so unseren End-of-Line-Prüfstand reinkommt. Heißt, die werden, wie man jetzt hier ganz gut sieht, eingefahren und dann vollautomatisch kontaktiert. Dann wird ein Testdurchlauf durchgeführt, kurz nochmal Strom draufgegeben, Kommunikationstest gemacht, die Steuerungsplatte, die da drauf ist, wird geprüft. Und dann, nachdem wirklich jedes einzelne Modul, was wir hier produzieren, getestet wurde, erst dann geht es hier raus aus unserer Produktionslinie und wird an den Kunden geliefert. Ja, super spannend hier schon mal. Und was passiert in den Schritten davor? Das haben wir jetzt quasi da gesehen, wie das Modul hier ankommt. Was wird vorher noch gemacht? Also Sie haben ja vorher immer diese einzelnen Bahnen gesehen, die zusammengeschalten werden zu einem Speicher und dort werden sie be- und wieder entladen. Dabei geht es darum,
dass wir einfach, dieser Speicher, der muss halt verwendet werden. Wenn ihr den bei euch zu Hause habt oder unser Kunde bei sich hat, dann ist er auch ihm angeraten, den nicht für über 6 Monate einfach stehen zu lassen. Das tut der Chemie einfach nicht gut. Ja. Und deswegen führen wir hier auch nochmal eine Zyklisierung durch und beladen den Speicher und entladen ihn wieder. Und ja, dabei wird auch gebalanced, dabei wird auch dafür gesorgt, dass wirklich jede einzelne Zelle auf den Millivolt genau das gleiche Niveau hat. Ja. Um einfach dafür zu sorgen, wenn der Kunde den Speicher bei sich anschließt, die einzelnen Zellen nicht unterschiedliche Spannung haben. Okay, ja, also wichtig für die Auslieferung. Genau. Und Zellen, ihr habt NMC-Zellen. Richtig. Warum NMC? Es gibt ja Lithium, Eisen, Phosphat, genau. etc. pp. Warum also NMC? Es ist so die Technologie, mit der wir ja schon seit Jahren arbeiten, wo wir sagen, okay, das ist einfach die Sicherheit, die uns da liegt, die Energiedichte und einfach der Kompromiss bzw. der Zusammenhang aus den verschiedenen Aspekten. Also es ist sehr komplex, ja. Es gibt auch andere Hersteller, auch andere Lieferanten, die sagen, okay, wir gehen mit anderen Speichern, aber das ist so die Technik, wo wir sagen, okay, da können wir hochqualitative, gute Speicher mit den richtigen Eigenschaften liefern. Ja. Da bin ich jetzt gedanklich schon auch bei Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Wie geht ihr damit um? Weil NMC, Kobalt, Nickel, Mangan, Kobalt, genau, und Mangan, seltene Erden, was mit Recycling etc., wo kriegt ihr eure Rohstoffe her, dass ihr da sagen könnt nach außen hin, okay, das ist hier eine saubere Sache. Genau, also besten Bedingungen. Richtig, also wir beziehen unsere Zellen seit Jahren, also wir produzieren die nicht selber. Ja. Diese Zellen selber kommen von Samsung SDI, einer der größten Hersteller solcher Zellen, solcher Speicher. Und dort fordern wir auch jedes Jahr immer diesen Nachhaltigkeitsbericht ein, wo wir genau sehen, okay, wo kommen die verschiedenen seltenen Erden her. Ja. Das kann man alles nachvollziehen. Außerdem muss man dazu sagen, auch die an den verschiedenen Recyclingquoten oder an den Recyclingtechnologien wird ja permanent geforscht, machen nicht wir. Das ist auch wieder ein Teil der ganzen erneuerbaren Energiewelt und der Lithium-Speicherwelt, dass die Recyclingquoten immer weiter erhöht werden. Das heißt, wir müssen nicht mehr ständig frische, neue, seltene Erden nehmen, sondern können halt alte Speicher recyceln. Und das ist so die Sachen, wo wir uns voranbewegen. Ganz klar, diese Speicher sind alleine nicht das alleinige Heilmittel, sondern wir sind ein Schlüssel in diesem ganzen großen System erneuerbarer Energie. Ja, das muss man, glaube ich, auch wirklich so betrachten, dass man nicht eine Lösung hat für die Energiewende, sondern dass das ineinander verzahnte Lösungen sind, die miteinander kombiniert dann und am Ende dazu beitragen. Ne? Genau, das behaupten wir auch nicht und das so sind wir auch nicht, sondern da sagen wir, okay, wir haben diese Vision einfach, dass wir gemeinschaftlich eigentlich die ganze Energiewende vorantreiben. Das ist so die Vision, die wir auch als Unternehmen haben. Und das machen nicht wir alleine, sondern da gehört auch genau auch Windenergie her, da gehört auch Wasserstoff dazu, die sich weiterentwickelt und verschiedenste andere Technologien. Und wir sind halt ein kleiner Schlüssel da drin oder ein großer Schlüssel. Dann würde ich jetzt gerne ein bisschen hier weg, weil es auch ein bisschen laut im Hintergrund, sage ich jetzt mal zwischendurch, ist. Total cool, dass wir das hier sehen konnten. Und dass wir jetzt noch mal ein bisschen ins Gespräch kommen über Energiewende. Was machen diese XXL-Speicher da? Dass wir da mal drauf schauen. Sehr gerne. Leo, eine Sache, die super interessant ist, finde ich jedenfalls persönlich auch und auch ganz viele Zuschauer finden das total spannend. Wir wollen in Deutschland weg von fossilen Brennstoffen. Wir wollen uns vom Gas trennen, von Kohlekraftwerken, die werden abgeschaltet. Und da ist bei vielen so die Frage, ja, und wo kommt dann bitte in Zukunft die Energie her? Weil Solaranlagen im Winter, jedenfalls im Privatbereich, kann ich sagen, da passiert dann nicht mehr so viel. Natürlich kriegt man ein paar Kilowattstunden. Ja. Aber inwiefern können da eure XXL-Speicher sozusagen einen Beitrag leisten, dass diese Energieversorgung dann auch in Zukunft klappt? Ja, also die Lithium-Speicher sind halt schnell reagierende Speicher. Heißt, die sind nicht unbedingt dafür gedacht, um jetzt Energie aus dem Sommer in den Winter zu bringen. Keine Langzeitspeicher in dem Sinne. Heißt, wir können damit das Netz stabilisieren, wir können so Daytrading nennt sich das dann, Strom zum Beispiel zu günstigen Preisen einkaufen und zu teuren Preisen wieder verkaufen, was implizit ja auch eine Netzstabilisierung ist. Die Preise sind ja so, weil es halt viel gibt und wenig gibt. Angebot und Nachfrage, klar. Angebot und Nachfrage. Für den Winter, gerade im Gewerbe- und großen industriellen Bereich, bringen die PV-Anlagen schon noch ein bisschen was und der Speicher wird dort auch genutzt, aber natürlich nicht in dem Maße wie im Sommer. Also, dass man einen Speicher hat, der bis in den Winter reingeht. Wir haben mal ein Projekt gemacht in Schweden,
wo tatsächlich, das war auch sehr sophisticated, das war so ein Privatier, der sich so ein Haus gebaut hat und der hat sich halt auch einen Wasserstoffspeicher geholt und der war dann sozusagen gedacht für den Winter. Das heißt, der hat dann wirklich den Wasserstoff eingespeichert und im Winter dann versucht dort wieder mit der Elektrolyse dort Energie wieder rauszuziehen, um wirklich diesen langfristigen Speicher zu haben. Aber auch dort, bei diesem Speichersystem, auch wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Wasserstoffauto anschaut, auch dort ist ein Lithiumspeicher drin, weil der Wasserstoff oder die ganze Aktion und also die ganze Energie, der Energiewechsel sozusagen von chemischer Energie in elektrische Energie, der braucht eine Weile, er anfährt, ist nicht so schnell reaktiv, gerade was ein Auto angeht, wenn du, dann willst du ja auch beim Wasserstoff oder willst du auch einen Kickdown machen können. Klar. Das geht nur durch einen kleinen Lithiumspeicher, der drin ist. Und das zur Verfügung stellt, Richtig. Und zwar sehr schnell. Und dann sozusagen kann man sich vorstellen, der Wasserstoffspeicher kann halt langsam hochfahren und dann effizient laufen und der Lithiumspeicher kann halt schnell drauf reagieren. Und, so. Und da ist dann sozusagen dieser Schlüssel, der dann mit dazugehört und in diesem ganzen Gesamtsystem. Ja. Okay. Und ihr werdet sicherlich auch nicht nur an Solarparks angeschlossene Systeme haben, sondern auch an Windparks. Ja. Und hast du mal ein paar Zahlen so, also so ein 4,6 Megawattstunden Container zum Beispiel, wie viele Haushalte könnten damit versorgt werden, über welchen Zeitraum? Grundsätzlich, ja, kommt immer darauf an. Also man kann jetzt mal ungefähr mit, sagen wir mal, was haben wir, so ein Standardhaushalt, so 3.500 Kilowattstunden, genau, 3.500 Kilowattstunden im Jahr, das heißt so 10 Kilowattstunden am Tag, kann man sich recht klar, relativ schnell ausrechnen, wenn man da so ein 4,6 Megawattstunden Speicher hat, kommt man da auf, muss ich überlegen, 460 Häuser. 460 Haushalte für einen Tag, ja. Mit einem solchen Container. Also würde zum Beispiel für das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ausreichen. Ja, okay. Ja, und da kann man zum Beispiel dann schon mal sehen, selbst an einem Tag, wo dann zum Beispiel weniger Wind da ist oder weniger Sonne, da kann dann der Speicher sozusagen das Ganze stabilisieren und unterstützen. Es ist ja nicht so, dass gar nichts kommt. Ja. Aber das arbeitet dann ja zusammen sozusagen. Richtig, richtig. Ja, es ist halt wirklich einfach immer dieser Gap, diese Differenz zwischen Erzeugung und Verbrauch. Aber ich meine, das ist, glaube ich, auch euch, ihr seid ja da alle schon so in dem Bereich unterwegs, relativ klar. Wir erzeugen zu bestimmten Zeiten und wir verbrauchen zu bestimmten Zeiten. Und dieser Speicher und die verschiedenen Speichertechnologien sind einfach der Schlüssel, um diesen Sprung zu schaffen, quasi. Um die Energie, wenn sie erzeugt wird, aufzunehmen und dann abzugeben, wenn man sie braucht. Ja. Ja. Und was auch immer noch so ein Thema ist, ja, Elektroautos, Elektromobilität. Mhm. Ja. Man hat Ladestationen, wo mehrere Fahrzeuge da nebeneinander geladen werden sollen mit hohen Leistungen. Ja. Was macht so ein Speicher von euch da? Welche Aufgabe hat er da? Ja, also wir nennen das so marketingtechnisch immer gerne so dieser Klospüleneffekt. Klospülungseffekt heißt, wir kommen einfach mit dem Netzausbau nicht hinterher. Wir kriegen es nicht hin, das ist sehr schwer und auch oftmals zu teuer, den Netzausbau auszubauen. Das heißt, mehr Energie oder einen großen Anschluss an der Stelle zu bieten, wo die Ladesäule hin muss. Irgendwo an der Autobahn, irgendwo im Land, wo auch immer. Um dort zum Beispiel im 100, 200 kW-Bereich so einen Schnelllader, so einen Supercharger einzustellen. Sondern da ist nur ein kleiner Netzanschluss. Und dort kommt dann der Speicher in Anwendung. Heißt, der wird permanent, konstant, langsam beladen, wie eine Klospülung. Ja. Läuft die Leitung, läuft das Wasser halt langsam rein. Und dann, wenn das Auto kommt und laden will, drückst du auf die Klospülung und die Energie kommt raus und direkt in das Auto sozusagen über die Ladesäule. Ja. Da ist sozusagen der Speicher einer der Schlüssel, wo man sagt, okay, das ist das Mittel, was uns das ermöglicht. Und es ist halt einfach auch ein Business Case. Heißt, was ich gerade eben schon meinte, es ist teilweise teurer, den Netzausbau dort voranzutreiben und große Leitung zu legen, als sich jetzt einen Speicher zu holen und das sofort umzusetzen. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Ladepark Hilden. Könnt ihr mal googeln, da stehen zwei von unseren Containern und mit 2 Megawattstunden und genau das wurde da sozusagen umgesetzt. Also das ist ein riesengroßer Ladepark und dazu steht dann so ein Lithiumspeicher. Okay, jetzt gesetzt den Fall zum Beispiel, da stehen den ganzen Tag Autos, Elektroautos, weil das ja immer weiter, der Markt wächst ja. Ja.
Dann ist der Speicher irgendwann auch leer. Dann das ist richtig. Haben wir ein Problem mit der, Klospülung. Das ist richtig. Und da kommt es dann darauf an, dass man das halt, ja, dass man es richtig auslegt. Darum geht es dann. Wir haben hier auch bei Testworld selber eine ganze Abteilung dafür, die Planungsabteilung, wo Ingenieure sitzen, die sich diese Lastkurven anschauen, die sich anschauen, okay, was hat der Kunde, was verbraucht der, wo ist er, was hat er für eine Dachfläche oder beziehungsweise was erzeugt seine PV-Anlage und hilft dann einfach bei der Auslegung und sagt, okay, dieser Speicher ist genau das, was du jetzt hier brauchst. Okay. Und ja, definitiv, dieser Fall, wenn da jetzt durchweg Autos ranfahren, dann passiert das. Und das muss man halt bei der Auslegung dann abwägen, was möchte ich realisieren, was wird bei mir da ankommen und was nicht. Leo, vielen Dank. Wir haben jetzt über ganz vieles hier gesprochen. Ich durfte eure Anlage hier mal kennenlernen und mal reinschauen. Wir haben auch schon drüber gesprochen vorhin. Da passiert noch ein bisschen was, es bleibt also spannend. Nächstes Jahr soll hier noch ein bisschen was dazukommen. Ihr wächst weiter. Ja. Das ist für mich dann wahrscheinlich auch nochmal ein Grund, nochmal vorbeizukommen, denn mich interessiert es persönlich auch tatsächlich, was ihr hier treibt. Und vielen Dank auf jeden Fall für das nette Gespräch. Und für euch, wenn ihr da noch Fragen habt, dann schreibt da mal unten in die Kommentare rein, auch bei Rückmeldung, Kritik, denn es gibt immer Leute, auch von Testworld, die da mitlesen und euch gerne mal darauf antworten. Also richtig. An der Stelle vielen Dank an dich, Leo, dass ich hier so viele Fragen stellen konnte. Und für euch war es hoffentlich interessant, auch mal wieder reinzuschauen hier. Und alles Gute, bis bald, ja?